Salz auch nicht unbedingt. Egal. Wenn ihr wieder hier vorbeikommt, dann schaut doch auf einen Met vorbei. Das können wir hier alles abziehen, oder wie? Ich glaube, ich habe ihn wiedergesehen. Diesen Geist. Es war drüben bei den Hügeln. So. Das ist eine Kreatur des Bösen, Leben. Wir verticken. Werft einen Blick drauf. Muss man tatsächlich mal darauf achten, was man klauen kann und was man nicht klauen kann. Essen. Ja, verticken. Ach, der geht dann direkt in Zutaten rein, der Affe. Wenn ihr wieder hier vorbeikommt, dann schaut doch auf. Das solltet ihr auch nicht. Ich habe versprochen, euch zu beschützen. Und ich werde mein Wort nicht brechen. Was habe ich denn jetzt gemacht? Wir berauben dich und verkaufen dir den Krempel. Oder was zu trinken? Sagt an. Ich klau dir jetzt erstmal den ganzen Scheiß und vertick dir den dann. Bist du mit zufrieden, oder? Sammle Kaninchen. Bitte sagt Bescheid, wenn ich etwas für euch tun kann. Ja, ich klau dich gleich und dann verkaufe ich dir den Scheiß wieder. Genauso machen wir das. Ich denke, das ist durchaus ein Deal. Was hat er denn auch da unten? Ein Buch. Hexenrabe. Moment. Ah. Was hat er denn noch? Ein bisschen Gold hat er da liegen. Und der hat auch eine Waffe da liegen. Okay. Bei den Goldbeutel, den kann man noch klauen. Das Gold hat er da. Sprecht! Ja, ich verkaufe jetzt einfach mal diesen Krempel hier. Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen. Guck mal her, ich habe schon fast ein schlechtes Gewissen, aber nein, habe ich nicht. Du bist einfach zu blöd programmiert. Ja, hier. Wein. Zack. Brot. Käse. Noch ein Käse. Ja, schmeckt dir dein eigener Scheiß? Irgendwie muss ich mich ja bereichern. Das, ne? Ziegenkäse. Ja, hier. Achso, der besitzt kein Geld mehr. Wenn schon völlig ausgeplündert, dann müssen wir uns einen anderen suchen. Wenn ihr wieder hier vorbeikommt, dann schaut doch auf einen Miet vorbei. Beziehungsweise haben wir immer noch Nacht, dann pennen wir einfach bei denen. Aber das ist ja auch alles Clown. Cool. Wenn euch der Sinn nach etwas Musik steht, dann lasst es mich wissen. Du kannst dich gleich mal ausziehen, aber sonst wartet auch Keule. Ja, schätze mal, ne? So, Kessel, nee. Aber hier, der ganze Krempel, den nehmen wir mal mit. Also Brot und so. Oder darf ich das jetzt alles benutzen hier, weil ich diesen Auftrag für ihn gemacht habe? Ach, egal. Was soll das bringen? Passt schon. Ich bin nicht besonders gut. Und wegen der paar Leute, es sind jeden Abend dieselben. Ich finde, dass ihr wunderbar spielt. Es wäre eine Schande, wenn ihr aufhören würdet. Also gut, Wilhelm. Für harten Sex oder was? Der hat bestimmt noch nicht schon wieder Geld, oder? Nee, hat er nicht. Schade. Dann möchte ich jetzt aber mein Zimmer. Für heute gehört das Zimmer euch. Welches? Welches Zimmer ist denn das? Ich zeige euch euer Zimmer. Der zeigt mir das gut. Dann zeig ich mal her. Gib alles. Vielleicht hast du am nächsten Tag ja wieder was eingenommen, damit ich weiter ausplündern kann. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Nächster. Ja, hier, die alte, die kann ich direkt mit hier, ne? Was wollt ihr, kleiner Elf? Kleiner Elf? Ich reiß dir meinen Kopf ab. Oh, wir wollen schlafen bis am... schlafen wir mal so... 8 Stunden, das ist gut. 8 Stunden sollten durchaus erholsam sein. Und ich hoffe dann, dass der Typ wieder Geld hat und ich den anderen Krempel den auch noch andrehen kann. Sonst muss ich mir andere Leute hier im Dorf suchen. Jetzt, da unser Geist, dann wollen wir diesen Hunger doch stillen, hä? Ja, hast du wieder Geld? Nein, hast du nicht, du Idiot. Dann will ich auch nicht mit dir quatschen. Ich hab nämlich gerade 10 Gold gegeben und jetzt bist du schon wieder raus, oder was? Möchtet ihr, dass ich euch etwas auf meiner Laute vorstelle? Nee, kannst dich vielleicht ausziehen, aber warte mal. Geh mal dem. Geht nix viel. Geht nix viel, sag ich schon. Geht nicht viel. Ab nach Himmelsrand, ne? Ab nach draußen. Gucken wir mal. Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Dann gib mir eine Axt. Diese verdammten Bären machen mich verrückt. Ja. Was haben wir denn da für eine Hütte? Die ist aber ziemlich geradet hier. Nierwurz. Was haben wir hier? Haben wir nochmal Brot? Schön. Kelch, den brauchen wir nicht unbedingt.
Durchsuche Sackäpfel. Rote Äpfel. Möhren. Bzw. Karotten. Wo ist der Unterschied? No one knows. Ach, da hätte er, hier gibt's einen Penner. Schön. Dem klauen wir trotzdem, weil wir ein richtig asozialer Wichser sind. Salz, ja, nehmen wir auch noch mit. Ich kann euch nicht sehen, Reiter. Ich kann euch nicht finden. Warum versteckt ihr euch? Ist in Ordnung, Reiter, Keule? Da und dann weg. Ist Pflanzen sammeln gegangen und kam nicht mehr zurück. Nicht mehr zurück. Nein. Alle hatten gesucht und niemand konnte sie finden. Wilhelm hat gesagt, dass sie wiederkommen wird. Hat gesagt, Navi, keine Sorge. Reiter wird zurückkommen. Was ist denn los mit euch? Vater habe ich mich verabschiedet. Von Mutter habe ich mich verabschiedet. Weiter geht und Navi kann sich nicht verabschieden. Das macht Navi sehr, sehr traurig. Da redet ja wie ein Ork bei Risen. Muss sich von Reiter verabschieden können. Ja. Gut. Der Berg wird euch auffressen. Passt auf den Berg auf. Ja, ja, der Berg frisst mir auf. Klare Sache. So, hier rüber hüpfen. Was haben wir hier denn noch so? Können wir hier irgendwas ernten von den Dingern? Nein, natürlich nicht. Was geht hier ab? Lehrling. Das machen wir schon, ne? Puh. Oh, ich hab Kopfgeld gekriegt. Das ist überhaupt nicht gut, ja. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Hab ich das? Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ich hab mich gefragt, wer ich mein Kopfgeld bezahle. Kopfgeld. Kluger Mann. Jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab. Dann könnt ihr wieder gehen. Sobald ihr die Strafe bezahlt habt, versteht sich. Spast, ey. So ein Kack hier geht halt also nicht mit Nial. Schade aber auch. Jetzt sind wir jetzt wieder in Weißlauf. Ja, toll. Oder kommen wir jetzt irgendwo anders hin? Müssen wir hier in Weißlauf sein, oder? Nein, nicht ganz. Das ist nicht Weißlauf. Das ist irgendwas anderes hier. Okay. Willkommen in Rifthorn, Heimat der Diebesgilde. Rifthorn, hier sollte ich eh hin. Hat mir irgendeiner... Was braucht ihr? Hat mir irgendeiner gesagt, sollte ich machen. Lustig, dass es die Diebesgilde Diebe Wenn ihr bestraft. Wenn ihr euch in Rifthorn niederlassen wollt, gibt es da ein Haus, das zum Verkauf steht. Das Honigheim. Sprecht mit dem Vogt in der Festung, wenn ihr Interesse daran habt. Der ist jetzt nicht Jarl, der heißt Vogt, okay. Who knows? Who cares? Ne, warte, der Vogt ist der andere, ne? Das ist hier der Bimbo vom Jarl, oder? Diebesgilde ist hier, okay. Gucken wir doch mal. Halle der Ehre, oder was stand da jetzt? Wer sich seinen Pflichten entzieht, bekommt eine extra Tracht Prügel. Obergeil. Habt ihr nicht verstanden? Slap that bitch. Von Alter. Und noch eins. Ich will nichts mehr über Adoptionen hören. Keiner von euch Gören wird adoptiert werden. Weder jetzt noch später. Keiner braucht euch und keiner will euch haben. Darum, meine Lieblinge, seid ihr hier. Und darum werdet ihr immer hier. Sehr freundliche Dame. Tag, an dem ihr volljährig werdet und in die weite, schreckliche Welt davongejagt werdet. Komische alte Sau. Naja, mir egal. Ich möchte zur Diebesgilde. Da soll es wohl auch Magier rumgeben, wurde mir erzählt. Kann ich zwar nicht glauben, aber egal, gucken wir mal. Mein Mann Bersi bringt mich noch ins Grab. Gut. Das Verbrechen und die Korruption in Rifthorn setzen ihm ganz schön zu. Ist gut. Und seit die Gerüchte über die Drachen umgehen, ist er ziemlich bedrückt. Okay. Wollt ihr etwas kaufen oder seid ihr nur... Wollt ihr euch den ganzen Tag nur umsehen oder... Ich brauche Training, vielleicht Rüstung. Nein. Behandelt ihr alle Kunden so? Ich habe diesen Müll schon in ganz Himmelsrand verkauft und komme gerade so über die Runden.
Ich bin nicht hier, um neue Freunde zu finden. Nicht. Und ob ihr mit eurem Kauf zufrieden seid, interessiert mich nicht im geringsten. Ich brauche nur das Geld. Je eher ich aus Himmelsrand verschwinden kann, desto besser. Okay. Ist das euer Ernst? Der Krieg zerreißt das Land. Die Drachen sind zurückgekehrt. Himmelsrand entwickelt sich nicht zum Positiven. Nicht? Ich an eurer Stelle würde hier verschwinden, bevor ihr in einem dieser Steingräber endet. Training leicht und sag mal, was du verkaufen hast. Beziehungsweise, was ich dir verkaufen kann. Das finde ich gerade wesentlich interessanter. Bekleidung. Verticken. 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 Was ist das? Das ist schwere Rüstung. Können wir verticken. So, Getränke kauft die auch noch ab. Okay, was haben wir denn hier? Frostgift brauchen wir nicht. Ja. Tarnung, Zaubertrank, Beschwörung, das Verstärken, ja, ja. Mhm. Schriftrollen. Schutzkreis, behalten wir erstmal. Essen, ja super, können wir jetzt einen Krempel verticken, ja. Normalerweise ist die auch schon wieder ziemlich arm. Ja, so langsam haben wir Kohle, okay. Müssen wir mal gucken, wo man was klauen kann und dann ist man gut dabei. Karotten. Zap. Oh, jetzt ist die alte Arm. Beziehungsweise seine Mama her, was du da. Waffenbekleidung, Zaubertränke, Essen, sonstiges. Alles ja Müll, würde ich sagen. Ihr habt auch noch nie ehrlich für all euer Geld gehabt.